Diese Recruiting-Agenturen sind tot. Woran erkennst du eigentlich in 2023 eine gute Agentur zur Mitarbeitergewinnung? Darum geht es heute in meinem Beitrag. Ich grüße euch hier. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir steigen auch sofort ein. Also, wie kannst du für dich eigentlich die richtige Agentur zur Mitarbeitergewinnung finden? Was musst du dazu tun? Ganz einfach. Du nimmst das Wort Recruiting-Agentur in Google, drückst Enter und suchst dir von den ersten Seite die ersten drei aus, sprichst mit denen und wählst die beste aus. Falsch, so einfach ist es leider nicht. Denn wenn du nicht genau weißt, auf was es in der erfolgreichen Personalgewinnung heutzutage ankommt, kannst du es auch nicht finden. Oder? Und folglich wirst du wahrscheinlich an den falschen Partner geraten. Und du weißt genau, die Auswahl eines falschen Agenturpartners, eines Recruiting-Partners, der dir vielleicht am Ende nicht die Ergebnisse liefert, kann dich richtig Geld kosten. Zeit, Opportunitätskosten, die Kosten der Agentur selbst und viel, viel Frustration. Hast du vielleicht schon erlebt. Der Grund dafür ist ganz einfach. Der Markt für die Personalgewinnung hat sich komplett gedreht in den letzten Jahren. Das hast du vielleicht bei dir selber schon erlebt, dass Maßnahmen, mit denen du in deinem Unternehmen in den letzten Jahren davor eigentlich sehr, sehr erfolgreich warst, dass diese Maßnahmen einfach aufhören, Ergebnisse zu liefern. Und sicherlich kannst du dich jetzt erinnern an den Moment, wo du verzweifelt warst und dich gefragt hast, warum? Warum funktionieren meine Maßnahmen in der Personalgewinnung auf einmal nicht mehr? Warum hören die auf, Ergebnisse zu liefern? Was muss ich tun? Und genauso geht es den ganzen Agenturen natürlich auch. Sie befinden sich im gleichen Markt. Und ich kann dir sagen, am Ende gibt es ganz, ganz viele Agenturen, die gerade jetzt noch mit Modellen aus dem Gestern und Vorgestern arbeiten und versuchen zu überleben. Und sie nutzen im Moment die Situation aus, dass viele da draußen als Unternehmer, Geschäftsführer, Verantwortliche für Abteilungen händeringend Personal suchen und sie setzen ganz gute Vertriebsteams drauf, die dann diesen Unternehmen genau aus diesem Druckpunkt, aus diesem Pain, aus diesem Schmerz raus, endlich eine Lösung zu finden, etwas verkaufen, was heutzutage nicht mehr erfolgsversprechend ist. Und ich will dir heute in diesem Video einfach ein paar Gründe nennen, auf die du Acht geben solltest, wenn du dich vielleicht dafür entscheidest, mit einer Agentur deinen Fachkräftemangel anzugehen. Wenn du dich dafür entscheidest, mit einer Agentur zusammenarbeiten zu wollen, weil du vielleicht eine Stelle alleine nicht besetzt kriegst. Oder wenn du dich dafür entscheiden möchtest, mit einer Agentur vielleicht bei dir auch ein schlagkräftiges Modell zu implementieren, sodass du deinen Fachkräftemangel selber löst. Und zwar dauerhaft, nachhaltig und verlässlich. Was spielt sich also da draußen in dem Markt ab? Die Agenturen, die da draußen agieren, sind teilweise Jahrzehnte erfolgreich mit einem Modell gewesen, was auf einmal aufhört zu funktionieren. Und das spüren sie. Das spüren sie in ihren Ergebnissen, das spüren sie in der Qualität der Kandidaten, die sie zum Beispiel dir vorstellen können. Das spüren sie in ihrer Klick- und Antwortrate auf bestimmte Maßnahmen wie Anzeigen oder Kampagnen. Und sie spüren auch, dass sie am Ende nicht verstehen, was der Markt im Moment erfordert, sodass sie dir wirklich die Personen zeitnah zur Verfügung stellen können und mit dir gemeinsam dafür sorgen können, dass du die auch für dich erfolgreich einstellst. Und dabei sind leider auch viele zweifelhafte Anbieter auf dem Markt und kommen auf den Markt, die vieles versprechen und wenig leisten, um es mal ganz, ganz elegant auszudrücken. So, da werden Einzelleistungen verkauft, da werden Dinge versprochen, da wird sich viel, viel größer und viel bedeutender und viel erfahrener dargestellt, als diese Unternehmen am Ende wirklich sind. Und ich will dir heute, wenn du Unternehmer, Geschäftsführer oder Verantwortlicher bist, wenn du selber das Problem Fachkräftemangel irgendwie lösen willst, ich will dir ein bisschen heute aus meiner Erfahrung und aus Hunderten von Fällen, die ich gesehen habe, einfach die wichtigsten Punkte zusammenfassen, dass du schauen kannst, das nächste Mal, wenn du vielleicht eine Agentur suchst, auf was legst du besonderen Fokus. Und wir steigen ein. Los geht's. Der erste Punkt. Anbieter, die dir unaufgefordert, ohne Vertragsverhältnis, ohne Briefing zu einer Stelle, ohne dass sie dich persönlich kennen, einfach so CVs von Menschen schicken, ist ein absolutes No-Go. Wer das heutzutage noch macht und wer das Spiel mitmacht, hat am Ende keine Wertschätzung gegenüber Menschen und hat auch in diesem Markt eigentlich nichts mehr verloren. Würdest du dich denn freuen, wenn dein Lebenslauf als Vertriebstool durch die Gegend geschossen wird? Würdest du dazu dein Einverständnis geben, wenn du es wüsstest? Wenn dir Agenturen unaufgefordert auf Basis von einer Stellenanzeige, die sie auf deiner Webseite suchen oder auf einem Jobportal suchen, einfach CVs schicken, dann ist das ein reines Spiel mit dem Menschen. Dann ist das ein psychologischer Trick, weil sie genau wissen, du suchst und du suchst nach der einfachsten Lösung. Du hast diesen Bedarf und war Zauberei auf einmal, wie könnte es anders sein? Da ist der richtige Mensch. Er hat ihn schon, aber wie, überleg dir, wie kann er überhaupt den richtigen Menschen haben, ohne mit dir gesprochen zu haben?
Überleg dir das einfach mal. Die werden das Profil bestmöglich auf deine Stellenanzeige von den Keywords matchen, dann schicken sie es dir anonymisiert, auf Basis natürlich von einem echten Menschen, der höchstwahrscheinlich gar nicht weiß, dass er da vorgestellt wird. Und du springst natürlich drauf an, weil du denkst, wow, das ist ja ein super Match. Ich kenne aber aus Hunderten von Unternehmern, Geschäftsführer, IT-HR-Leiter-Gesprächen, dass diese Fälle meistens am Ende von vornherein eine Rohrkrepierer sind. Warum? Weil dieser Mensch ja am Ende gar nicht Ja gesagt hat, dich kennenzulernen, weil er dazu auch gar nicht gebrieft wurde und das Unternehmen, was das macht, ja mit dir auch gar nicht gesprochen hat. So, also unaufgefordert CVs, anonymisiert, hoffentlich, wenn überhaupt, durch die Gegend zu schicken, ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Das ist ein Brokerage von persönlichen Daten, das ist ein Vertriebstool, ja, mit dem Produkt Mensch, das höchst zweifelhaft ist. Und ich weiß, weil wir nun wirklich 8 Jahre IT vorwärts rückwärts machen und 100.000 Interaktionen im Jahr haben, dass das auch für die Menschen da draußen immer mehr ein Faktor wird, wo sie Sicherheit haben wollen. Okay, Christian, wenn wir mit euch zum Beispiel zusammenarbeiten, sind meine Daten da in guten Händen. Da hat es ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und Unternehmen, die da mitspielen, verspielen sich das Vertrauen von dieser Zielgruppe signifikant und radikal. Zweiter sehr wichtiger Punkt. Alle nutzen die Buzzwords digital, digitales Recruiting, digitales Headhunting, sind die Besten, die Stärksten. Okay, schau dir doch einfach mal deren digitale Präsenz an. Auf welchen Kanälen sind denn diese digitalen Recruiting-Agenturen alle wirklich aktiv? LinkedIn, Xing, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook und so weiter. Schau es dir doch einfach mal an. Sind sie da wirklich aktiv? Ist da Interaktion? Schaffen sie es denn, das umzusetzen, was sie dir verkaufen wollen? Sind die da erfolgreich? Haben die Reichweite? Machen die guten Content? Zweitens, schau dir dabei doch einfach mal an, welchen digitalen Footprint die haben. Schau dir Ratings an. Schau dir wirklich mal an, ob es Fake-Ratings sind oder ob es authentische sind. Wir achten zum Beispiel sehr, sehr viel auf Google-Ratings. Und wenn du dir unsere über, ich glaube, 228 5-Sterne-Ratings anguckst, dann sind die authentisch. Ich antworte persönlich auf die, mein Team antwortet auf die, weil wir die Menschen kennen, weil wir mit denen was gemacht haben, was erreicht haben, weil wir da ein Vertrauensverhältnis haben. So. Und das ist etwas, was wir benutzen, damit zum Beispiel du jetzt Vertrauen in uns gewinnen kannst. Du kannst einfach mal beim Kaffee die Ratings lesen, die Kommentare, die teilweise wirklich lang sind, wo Menschen sich Zeit genommen haben und wofür ich mich auch hier nochmal ganz, ganz herzlich bedanken möchte für jeden, der das tut. Weil für mich ist das wichtig. Ja, ich möchte einfach, dass Menschen das Vertrauen zu mir haben. Und dieses Vertrauen muss rein in eine Beziehung. So, also digitaler Footprint und Vertrauen sind am Ende wichtige Assets. Und da solltest du mal drauf schauen. Wenn du auf einer Webseite von einer digitalen Recruiting-Agentur kein echtes Personal Branding findest, sondern irgendwie Stockmaterial, ja, von irgendwelchen Skylines und sowas, das ist 1980 oder 1990. So, heutzutage muss da der Gründer, Geschäftsführer, müssen die Menschen sichtbar sein, die müssen erlebbar sein. Wir haben zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal, wo ihr gerade zuschaut, so, weil mir das wichtig ist, dass die Menschen Zugang zu mir finden können. Und ich glaube, darüber kriegt man auch Zugang dann zu Menschen und kann sie vielleicht für euer Unternehmen, für dein Unternehmen begeistern, begleiten, gut beraten, sodass am Ende ein Win-Win bei rauskommt. So, also das ist Punkt Nummer 2, auf den du achten solltest. Ich erlebe auch immer wieder, dass zum Beispiel sich Recruiter, ja, die dann für solche Unternehmen arbeiten, wenn ich mir dann mal angucke, zum Beispiel auf Xing oder LinkedIn, wie viele Connections, also wie viele Kontakte die haben, ja, erschreckend. Ja, die haben dann 230 Kontakte. Ja, und dann frage ich, wie lange machst du denn schon Active Sourcing? Also wie lange bist du schon aktiv dabei, mit Menschen zu sprechen für deine Mandanten? Ja, seit 4 Jahren mache ich nichts anderes. Und du hast 200 irgendwas Kontakte. Ich meine, wie kann das sein? Ja, wenn du dir durch mein Team mal gehst, da siehst du Tausende, 10.000 Kontakte, ist ja auch klar, weil man geht ja in die Kommunikation. So, das heißt, am Ende kannst du die relativ leicht entlarven. Schaust dir einfach mal die Leute da an, ja, die dir verkaufen wollen. Sie sind ja digital so super aktiv unterwegs und wissen genau, wie sie Zielgruppe erreichen. Ja, da muss die Konsequenz aber auch einfach sein, dass du ein großes Netzwerk hast. Sonst geht irgendwo die Gleichung nicht auf. So, und dann ein dritter ganz wichtiger Punkt ist das Thema ganzheitlicher Ansatz. Früher war es so, du brauchtest vielleicht nur 1-2 Bewerbungen, ja, die dann wirklich Bewerbungen waren, weil die wirklich zu dir wollten, daraus konntest du einen einstellen vielleicht, ne? Also 1-2 relevante und daraus konntest du einen einstellen. Funktioniert heute überhaupt nicht mehr. So, und den Unternehmen da draußen wird ganz viel Stückellösung verkauft, ne? Der eine macht dann eine tolle Facebook-Kampagne und sagt, ja, mit kriegst du tolle Bewerbungen. So, der andere sagt dann, nein, also wir machen dir ganz tolles Employer Branding und einen super Film über dich. Ja, alles gut, sind alles wichtige Bausteine. Aber am Ende wirst du niemals damit erfolgreich sein, vor allen Dingen nicht nachhaltig dein Problem lösen,
Ja, wenn du einfach nur Stückeleistung einkaufst, die dann meistens auch sehr, sehr teuer sind, weil natürlich sich jede wieder das Setup und wieder alle Anlaufkosten bezahlen lässt. So, ich glaube, wichtig ist in der heutigen Zeit, du brauchst einen integrierten Gesamtansatz, wo auch dieses Unternehmen dich als mittelständischen Betrieb schlau macht. Und zwar schlau macht im Sinne von Prozesskenntnis, Zielgruppenkenntnis, Tipps und Tricks, wie sie aus Interessenten Bewerber und Einstellungen generieren. Das ist ganz, ganz wichtig. So, sie müssen es verstehen, in die Zielgruppe zu kommunizieren, Menschen für dich zu interessieren, zu begeistern und müssen dann aber mit dir einen Prozess parallel bauen, wo du auch eine sehr gute Conversion kriegst. Also das heißt, aus wenigen ernsthaften Interessenten, denn mehr wirst du nicht kriegen, auch wirklich deinen besten Kandidaten einstellst. Und dazu bedarf es einem kompletten Ansatz. Und dieser Ansatz wird meistens nicht vermittelt, sondern sie wollen eine Kampagne verkaufen, 0815, oder sie wollen dir irgendwie ja, eine Webseite oder einen Film oder irgendwas verkaufen. So, der integrierte Ansatz ist der einzige, der funktioniert. Und danach würde ich mal fragen. Und da wirst du sehen, dass vielleicht auch viele von den Agenturen, die vielleicht sogar gut in Facebook-Werbung oder Instagram-Werbung und so sind, am Ende überhaupt keine Ahnung haben von den Prozessketten drumherum. So, und dann generieren die vielleicht auf eine tolle Ad Interessenten. Aber du kannst keinen einzigen daraus für dich gewinnen. Oh, und da findet auch keine Beratung statt, weil sie sich vielleicht von deiner Industrie überhaupt nicht auskennen. Das heißt, die kennen vielleicht nur, wie man Anzeigen schaltet oder macht, aber am Ende lassen sich alleine eigentlich mit dem ganzen Thema, hey, wie kann ich in der Zielgruppe eigentlich am Ende als Arbeitgeber dann auch so gut sein, dass ich die Leute einstelle? Und darauf kommt es an. Dazu brauchst du aber auch Wissen und spezielles Wissen in der Branche, in der Zielgruppe. Und ich glaube, das ist noch ein Punkt, der daraus resultiert, dieses One Fits All, ich mache so alles, ja. Das funktioniert einfach nicht mehr. Schau doch einfach, wie du dich verhältst. Willst du einen Rasenmäher kaufen, gehst du zum Experten für Rasenmäher. Willst du dir ein schönes Jackett kaufen, dann schaust du einfach, wo gibt es die besten Jacketts. So, aber du gehst doch zu keinem, der sagt, ich verkaufe den Rasenmäher und Jackets. Schau mal, da ist der Rasenmäher, das ist das Jackett, ich bin für beides Experte. Geht ja einfach nicht mehr, ne? So, das heißt, ich glaube, man muss dann auch so, Schuster bleibt bei deinen Leisten, am Ende auch sagen, nein, als Dienstleister, ich kann nur das, das und das und das mache ich aber auch nicht. Und in dem bin ich dann richtig gut. So, ich glaube, darauf kommt es zum Beispiel auch an. So, und ich erlebe wirklich tagtäglich, ja, wenn ich mit Unternehmern, Geschäftsführern, Abteilungsleitern spreche, dass die echt frustriert sind. Weil sie teilweise manchen Anbietern so auf den Leim gegangen sind, ja, die sie dann am Ende in einen Prozess ziehen, der aus Anbietersicht sehr standardisiert ist, aber der gar nicht auf den Kunden zugeschnitten ist. Und am Ende sage ich immer, am besten ist es, wenn man wirklich Lösungen baut, die nachhaltig belastbare Ergebnisse liefern. Wenn ich einmal dein Problem löse, ist es schön. Ja, können wir eine Flasche drauf aufmachen. Aber ich möchte eigentlich mit der gleichen Kontinuität deine Probleme wiederkehrend lösen. Ja, also Beispiel, ich kann im gleichen Zeitraum mit der gleichen Effizienz deine ganzen offenen Stellen besetzen, weil wir zusammen ein Modell implementiert haben und getestet haben und nachjustiert haben, das einfach immer wieder diese Ergebnisse liefert. So, und wenn der Markt sich ändert, ändern wir das Modell mit, weil wir nah genug dran sind. Das ist aus meiner Sicht etwas, was mittelständische Betriebe brauchen. Mit geringem Zeiteinsatz, all die Entscheider haben wenig Zeit und vor allen Dingen auch mit einem fairen Mitteleinsatz. Denn es macht keinen Sinn, ich sage jetzt mal für dich, ja, wenn du eine Stelle besetzen willst, einmalig da einen sehr hohen Preis zu bezahlen, wenn du am Ende nicht auch einen grundsätzlichen Mehrwert daraus ziehst, wo du für deine Organisation am Ende auch Kosten wieder einspielen kannst. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. So, damit hast du jetzt einen kleinen Leitfaden an der Hand. Das nächste Mal, wenn du dich vielleicht fragst, Mensch, wir kriegen es allein nicht hin, ich brauche mal einen Rat, ich brauche mal einen Dienstleister, wer kann da auch Dinge für mich übernehmen, weil ich will es vielleicht auch gar nicht in-house machen und ich suche eine Agentur für Personalgewinnung, ja, eine Recruiting-Agentur, dann achte auf diese Punkte, schau dir das Video dann nochmal an, ja, beim Kaffee, hör es dir nochmal an und stell auch mal diese Fragen. So, oder gib es an dein Team, dass sie diese Fragen stellen, dass sie diese Kurzanalyse machen. Und du wirst sehen, deine Entscheidung wird danach besser. Und es sind eben nicht die, die als erstes auf der Google-Seite sind, das sind die, die vielleicht am allerbesten im Google-Marketing sind, ist auch ein wichtiger Aspekt, aber nicht der einzige. So, wenn du dazu Fragen hast oder Unsicherheit hast, wenn du vielleicht auch unzufrieden bist mit deiner gegenwärtigen Situation, wenn du sehr viel Geld ausgibst, hohe fünfstellige Beträge zum Beispiel, und nicht die Einstellungsquote erreichst, die du eigentlich brauchst, ich helfe dir gerne, das ist einfach mein persönliches Angebot. Schreib mir entweder Direktnachricht oder registriere dich für ein kostenloses Erstgespräch. Was machen wir da? Ich höre mir einfach deine Situation an. Ne? Ich habe in den letzten 8 Jahren Hunderten von Unternehmen geholfen, Fachkräftemangel dauerhaft zu lösen.
Ich kenne von daher ganz, ganz viel, wie es innen drin aussieht. Und wenn man sehr viel sieht, sieht man irgendwann Muster. Und diese Muster baust du am Ende eigentlich in die Lösung. Und das möchte ich dir ja dann auch rübergeben. Also ich helfe dir sehr, sehr gerne auch, sich dort zu orientieren. Ich helfe dir vielleicht auch aus einer Situation, wo du nicht weißt, wie komme ich da raus. Mein Dienstleister rechnet hier ab, aber leistet nichts. Da gibt es auch Wege. Freue mich von dir zu hören. Das waren ein paar Tipps und Tricks, wie du dieses Problem für dich lösen kannst. Euch alles Gute, es hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf eure Anregungen, Kommentare und Ideen. Bis bald, ich bin raus, das war Christian.